Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Heute sprechen wir über ein sensibles und oft missverstandenes Thema, das Stigma der Escortarbeit. Wir werden untersuchen, wie gesellschaftliche Vorurteile und Stereotypen das Leben, die Arbeit von Escort beeinflusst. Das Stigma der Escortarbeit ist tief verwurzelt in gesellschaftlichen Vorurteilen und Missverständnissen über die Natur dieser Arbeit. Viele Menschen haben ein negatives Bild von Escort, das oft von Medien und kulturellen Stereotypen geprägt ist. Diese Vorurteile führen dazu, dass Escorts oft stigmatisiert und diskriminiert werden. Dies kann auf verschiedene Aspekte ihres Lebens auswirken, von persönlicher Beziehung bis hin zu beruflichen Möglichkeiten außerhalb der Escortarbeit. Diese Problematik erfahre ich als Agenturleitung von BB Escort auch regelmäßig mit den Girls, mit denen ich über dieses Thema spreche. Ein häufiges Missverständnis ist, dass alle Escorts gezwungen und ausgebeutet werden. Während es leider Fälle von Zwangsprostitution gibt, ist es wichtig zu erkennen, dass viele Escorts ihre Arbeit freiwillig und aus verschiedenen persönlichen und wirtschaftlichen Gründen wählen. Das Stigma kann auch zu Isolation und Einsamkeit führen. Viele Escorts verbergen den Beruf vor Familie und Freunden aus Angst vor Ablehnung und Verurteilung. Dies kann zu einem Doppelleben führen, das emotional belastend ist. Deshalb würde mich interessieren, ob eine Plattform, wo sich Escort-Damen austauschen können, eine Lösung wäre. Ein weiterer Aspekt des Stigma ist die rechtliche Unsicherheit. In vielen Ländern bewegt sich Escort in einer rechtlichen Grauzone. Dies macht es anfälliger für Ausbeutung und Missbrauch. Um Stigma zu bekämpfen, ist es wichtig, offen über die Realität der Escort-Arbeit zu sprechen und aufzuklären. Bildung und Sensibilisierung können Vorurteile abbauen und mehr Verständnis und Akzeptanz zu fördern. Einige Organisationen und Aktivisten setzen sich dafür ein, die Rechte von Sexarbeiterinnen zu schützen und das Stigma zu reduzieren. Sie bieten Unterstützung und Ressourcen für Escorts und arbeiten daran, die gesellschaftliche Wahrnehmung zu verändern. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Stigma der Escortarbeit eine große Herausforderung darstellt, die das Leben und die Arbeit von Escorts erheblich beeinflusst. Durch Aufklärung und Unterstützung können wir dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und eine respektvolle und sichere Umgebung für alle zu schaffen. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, dieses wichtige Thema mit mir zu erkundigen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr über das Thema denkt und welche Aspekte ihr näher beleuchten möchtet.